Ja, hier sind wir wieder. Part 3, Let's Play 4-2, Wochenendprojekt von mir, dem Hydro. Und es geht direkt weiter. Wir haben die Explosion anscheinend überlebt. Sie haben auf jeden Fall irgendwas mit uns gemacht. Und wir haben einen Hinweis gefunden. Für die, die jetzt erst einschalten, Pause machen, selber lesen. So, wir haben keine Waffe. Das gefällt mir persönlich schon mal nicht. Wir haben eine Taschenlampe, okay. Wer wirft denn hier mit Bildern rum? Das muss doch nicht sein. Was liegt denn hier auf der Toilette? Dusty's Abridged Medical Dictionary. Okay. Danger. Use needles. Ach Quatsch. Ich verdrück mich immer noch an den Tasten. Hier ist nix. Dann gehen wir hier mal raus. Wir haben auf jeden Fall, der Kleidung nach zu urteilen, noch unsere Uniform an. Da steht jemand. La la la, wir haben dich nicht gesehen. Okay, auch hier ist es wieder rutschig, könnte an dem Wasser liegen. Aber hier gibt es nichts zu sehen. Und ist das Alma? Ist das die große Alma jetzt? Steht hier immer noch da? Okay, sie ist weg. Was gibt's denn hier? Ein Dienstplan. Jay Turner, Ezra, Leo, Frank und Cory mussten arbeiten. Okay. Wer das lesen kann, kann es mir gerne in den Kommentaren übersetzen. Ganz schön unordentlich ist es hier. Ein Medipack. Ich frage mich, warum ich am Anfang die zwei Medipacks gefunden habe. Gebraucht habe ich sie nicht und jetzt sind sie weg. Aber gut, die reinigen ja wenigstens mit demselben Zeug. Bandagen sind keine da. Gehen wir erstmal hier rein, sehen uns noch ein bisschen um. Und wir haben Notizen gefunden, beziehungsweise einen Hinweis. Project Harbinger. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Dann machen wir mal die Tür zu. Und gehen jetzt mal hier in Richtung. Hier stand Alma. Ach, da läuft ein Fernseher, okay. Weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Auf die Frauentoilette können wir nicht. Auf die Männertoilette auch nicht. Ich muss aber mal. Ach, wieder einhalten hier alles. Was läuft denn im Fernsehen? Okay, die berichten halt über die Explosion, die wir ja gerade miterlebt haben. Mehrere 10.000 sind dabei anscheinend gestorben. Wo geht's denn hier weiter? Hier hinten? Was ist hier noch? Okay, da ist blockiert der Weg. Giblets. Was sind denn Giblets? Ich bin nicht da. Warum? Warum fragt Alma, wo wir sind? Was soll das? All visitors must check in at the front reception desk. Okay, wir sind bestimmt eingecheckt. Okay. Ja, Einschusslöcher, Blut. Ich nehme mal an, hier gab es eine Schießerei.
muss doch nicht sein. Immer diese Gewalt in diesen Spielen, also. Ah, okay. Und ein Hinweis. Ja, das Umsehen, es bringt's halt, ja. Ihr habt was zu lesen und habt auch mal einen kurzen Grund, Pause zu drücken. Und euch von meiner sinnlosen Laberei hier abzulenken. Ja, hier wurde anscheinend irgendjemand beim Kacken erwischt. Aber ich nehme an, dieses hochexklusive Reinigungsmittel, welches es ja hier gibt, wird dort bestimmt helfen. Ich habe vergessen, die Uhr zu starten. Das ist doof. Ich starte die einfach mal jetzt mit ein bisschen weniger Zeit. Das sollte hinhauen. Wer hat denn hier die ganzen Türen verrammelt? Da ist ein X. Wo sollen... Nein, wir gehen erstmal dahin. Da war Blut. Hier ist auch Blut. Wo gehen wir hin? Okay. Verrammelt das Ganze. Erneut ein Hinweis. Dr. Samuel York. Jo. Hier hat's auch einen erwischt. Was mich wundert, überall das Blut, keine Leichen. Ach, hier kommen wir gar nicht durch. Und die Tür wurde schon mal aufgesprengt. Okay, ich wollte schon sagen, Schmauchspur nur innen. Ja, das ist jetzt die Frage. Dann wäre sie ja von innen aufgesprengt worden. Gut, dann gehen wir mal da hinten lang. Okay. Ich hoffe ja einfach mal und nehme einfach mal an, dadurch, dass ich keine Waffen habe, wird hier auch kein Gegner kommen. Wenn nicht, kriegt er ein paar auf die Fresse. Still Building. Oh, was liegt hier? Monolith. Sind ja hier Entwickler von diesem Spiel. Inside his private world. So sieht er also aus. Ah, und jetzt sehen wir auch mal, was Giblets sind. Magazine for Kids. Gibt es die Giblets wirklich? Das muss ich ja nachher mal googeln. Überall Blut. Da sind Fußspuren. Meine schon. Kann ich jetzt vielleicht auf Toilette gehen? Oh nö, uns Licht flackert wieder. Aber hey, hier ist Blut, hier ist eine Toilette. Dann müssen wir hier hin. Und ja, wir gucken jetzt auch da rein. Ja, Mäuschen. Doof. Das wäre nicht passiert, wenn du die Hose ausgezogen hättest. Aber gut. So ist es halt passiert. Ist hier noch was? Nein. Nicht mal in den Spiegel gucken können wir. Ohne dass hier unser Interface direkt flackert. Aber was sucht die gute Frau auch auf dem Männerklo? Nächste Tote hat eine Waffe dabei. Bist du ein Sicherheitsmann oder bist du nur ein Hausmeister? Vielleicht erfahren wir das in diesem Hinweis hier. Jim Howard. Na ja, gut, Jim. Ruhe in Frieden. Gibt's hier hinten noch was? Das ist ja echt nicht schön hier, gell? Sehr, sehr ungemütlich, das Ganze. Aber hier sind doch Kameras. Oh, Schock, habe ich mich gerade erschrocken. Mist! Du! Bleib stehen!
stehen. Nö. Nein. Ich folge dieser blutigen Spur hier. Das ist bestimmt sicherer als jetzt da stehen zu bleiben. Gibt's hier drin irgendwas? Nein. Gibt's hier drin irgendwas? Mal wieder eine Leiche. Hast du eine Waffe für mich? Nee. Ich habe ja Schiss, auch wenn ich mich nicht genau umgucke, dass ich am Ende an der Waffe vorbeilaufe. Da ist ein Medipack. Komm ich da irgendwie hin? Vorne steht jemand. Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären. Aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht! Vanek's Leute greifen die Einrichtung an. Hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Begeben sich zum TAK-Labor. Ja, was könnte THK heißen? Total abgefuckte Klinik, Labor, zwar schlechtes Deutsch, haut aber fast hin. Smoke Ring, okay. Liegt hier noch irgendwas? Das war aber doch eben gerade Genevieve Aristide, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Die war doch, als wir operiert worden sind, hat die doch da hinten irgendwie gestanden. Die hat doch da irgendwas veranlasst. Ist das jetzt unsere Freundin oder ist das jetzt ein Feind von uns? Egal, wir haben schon zwei Medipacks und keine Waffe. Also wenn hier alles schief läuft, bewerfen wir die Gegner mit Mullbinden. Da ist jemand. Wir sammeln mal hier den Hinweis auf. Achtung an alle Angestellten. Okay, jetzt ist da keiner mehr. Vorsicht, Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Doch, da ist noch jemand. Dies ist ein gesicherter Kanal. Identifizieren Sie sich. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Flammenwerfer, na toll. Warum hat er denn einen Flammenwerfer? Und speichere Daten. Da wird es dann jetzt am Ende gleich Partei geben. Zeitlupe. Okay. Der STRG für Zeitlupe. Jo, ich hab beide, wenn ich brauche. Deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Snakefist? Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört. Autsch. Ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden. Snakefist, was für ein Name. Dann nennt jeder seinen Arm verloren. Oh, du bist doch ekelhaft. Ja, Snakefist, was ist das denn für ein Name, hallo? Dann nenne ich mich jetzt Black Mamba. Mamba. Okay, auf jeden Fall haben wir speichere Daten. Da müssen wir, gehen wir erstmal hier hinter. Achso, da, okay. Ja. Zeitlupe haben wir erhalten. Eine Fähigkeit. Ah, und das Licht flackert schon wieder. Nehmen wir mal Deckung. Was bedeuten diese X'e? Bumm.
Okay, die haben Gastanks auf dem Rücken. Was ist das? Kommt da jetzt noch mehr? Ich muss doch hier umgucken. Gibt's hier irgendwas? Ja, wieder keine Sounds. Oder immer noch. Ich habe ja noch keine Unterbrechung gemacht. Das nervt mich so, weil ich habe jetzt auch Shirt. Ist wahrscheinlich auch nicht, wenn die Granaten werfen oder sowas. Ja, dafür erschreckt mich die Gegner nicht so. Hat also alles Vor- und Nachteile. Ne, versprochen, ich versuche das auf jeden Fall zu fixen, das Ganze. Das nervt so. Also bitte, wenn ihr Lösungsvorschläge habt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Gut, jetzt gucken wir uns hier noch ein wenig um. Ja, der arme Kerl hat es auch nicht geschafft. Munition, Munition. Hier kamen wir her. Können wir davon unendlich tragen? Auch so eine Frage, die sich sicher noch klären wird. Oh, und der Part ist vorbei. Allerdings werden wir natürlich noch bis zum nächsten Speicherpunkt spielen. Der hoffentlich bald ist. Und ja, ihr habt die Automaten kaputt gemacht. Okay, aber Uncut, man sieht, es ist Uncut. Also sowas würde in der deutschen Originalversion wahrscheinlich nicht gehen. Sind noch was? Ah, hier können wir nicht durch, okay. Dann gehen wir mal weiter und hoffen, dass mal gleich der nächste Speicherpunkt kommt. Und da ist er auch schon. Von daher verabschiede ich mich aus dem dritten Part und wir sehen uns dann gleich im vierten.